Hallo Leute, Kickboxen lernen mit Rainer Walter. Heute dreht es sich um eine sehr wichtige Übung, die ich auch mit meinen Schülern ganz oft, also im Grunde vor jedem Training schon beim Aufwärmen, immer wieder übe, weil sie im Grunde Techniken enthält, die im Sparring oder im Freikampf am meist verwendetsten sind. Und zwar die linke und rechte Gerade. Es ist im Grunde eine ganz einfache Übung, wo wir auf der Stelle laufen und dabei links, rechts, gerade immer wieder rausbringen. Man sollte dann darauf achten, dass es so korrekt wie möglich von der Ausführung ist, weil der Punkt ist, deswegen mache ich sie mit meinen Schülern auch so oft, links, rechts, gerade muss immer wieder außer Deckung ins Ziel gebracht werden und natürlich vom Ziel aus genau dahin wieder zurück. Also nicht auf Umwegen, dass wir irgendwie kreisen und dann zu spät wieder die Deckung aufbauen, sondern ins Ziel und gerade zurück. Im Grunde hört sich ganz leicht an. Aber trotzdem passiert es doch immer wieder, dass die Leute die Deckung vernachlässigen, die Arme runterfallen. Und deswegen diese Übung immer wieder vor jedem Training zum Aufwärmen schon immer wieder mit einbeziehen. Weil es ist ja bekannt, dass nach so und so vielen Wiederholungen der Körper, was er gerade tut, einspeichert. Und eine eingespeicherte Übung, die der Körper schon gefestigt hat, wenn die falsch ist, dann ist der Fehler auch gespeichert. Und das hat verheerende Folgen. Und deswegen diese Übung immer wieder, am besten vorm Spiegel absolvieren, wie mit jeder anderen Technik natürlich auch, um die Korrektheit zu sichern. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige es einfach mal. Und zwar, wir laufen im Grunde auf der Stelle. Und der Punkt ist, dass wir ja die Bewegung eigentlich schon drin haben. Ich zeige es euch mal seitlich. Beim Laufen tun die Arme das hier. Wenn das linke Knie hochkommt, geht der rechte Arm nach vorne. Und wenn das rechte Knie hochkommt, geht der linke Arm nach vorne. So, und das tun wir jetzt einfach eine Etage höher. Ja, hier aus der Deckung heraus. Nur, dass wir jetzt in diesem Rhythmus, in diesem Takt praktisch die Arme ganz ausbringen. Also links, rechts, gerade, ganz ins Ziel. Wichtig, dass die Hände wirklich aus der Deckung kommen. Also ruhig an die Wangen anlegen und die Ellen, wichtig, am Körper. Dass wenn der Arm hinten ist, der Arm und die Hand hinten ist, dass Körperseite und Gesichtshälfte geschützt sind. So, und wenn wir es ganz richtig machen, dann ist auch, während der Arm draußen ist, die Schulter vor der Gesichtshälfte. Weil die kommt lang mit raus und wird an die Gesichtshälfte gelegt, um eine stabile Lage übers Genick zu bekommen und natürlich auch, schützen wir gleich die Gesichtshälfte damit dann auch mit. Ja? Ne? Schön gerade raus und gerade zurück. So sollte es sein. Und wie gesagt, so dolle braucht ihr euch gar nicht auf die Koordination zu konzentrieren, weil das ist das, was ihr beim Laufen sowieso macht. Nur jetzt drauf zu konzentrieren, aus der Deckung ins Ziel, Ellenbogen am Körper lang führen und die Hände von den Gesichtshälften aus. Dann ist alles gut. Ja, so soll es sein. Linkes Knie, rechter Arm, rechtes Knie, linker Arm. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.